Moin moin Leute, was geht? Da bin ich mal wieder und zwar zu einem neuen Video. Ja, also wie man es vielleicht schon hört, ich habe das mit dem komischen Rauschen im Hintergrund jetzt wegbekommen. Hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, aber jetzt rauscht das wenigstens nicht, das ist auch schon mal ganz gut. Auf jeden Fall habe ich aber heute ein neues Produkt für euch und zwar geht es heute um ein Lobby-System. Das hatten wir bislang noch nie auf deinem Plug-and-Play gehabt. Und das ist jetzt das erste Mal, wo wir das Lobby-System auch hier anbieten. Das Lobby-System ist nämlich von Bote 100, der hat uns das Lobby-System zur Verfügung gestellt, dass wir es halt für ihn vertreiben. Und dementsprechend tue ich das hier auch. Das Lobby-System ist für die 1.8.8 entwickelt worden. Das Video wird dementsprechend durch das hier ersetzt, was ich gerade aufnehme. Und an sich habt ihr hier halt für 10 Euro ein Lobby-System mit CloudNet-Support und dem Source-Code, was, wie ich finde, ein fairer Preis ist. Da habt ihr, wie gesagt, schon viele Features. Source-Code unter anderem, CloudNet-kompatibel. Man hat Extras, Köpfe, Partikel Boost, Lobby Switcher. Man kann den ganzen Navigator so konfigurieren, wie man möchte. Man hat einen Enterhaken, man hat ein Spielerverstecken-Item, Silent Lobby und Titles. Dazu haben wir noch ein paar Commands und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich würde sagen, ihr könnt euch das Produkt hier kaufen, indem ihr einfach auf kostenpflichtig erwerben klickt. Dann akzeptiert ihr das Ganze und könnt das hier kaufen und dann sollte es auch gleich jeden Augenblick gekauft sein, genau. Und jetzt könnt ihr das in eurem Kundensender herunterladen. In meinem Fall ist das Plugin hier. Achso, falls ihr übrigens nicht wisst, wo ihr euer Guthaben aufladen könnt, im Kundencenter unter Guthaben aufladen, einfach auswählen, ob ihr per PayPal bezahlen wollt oder mit Paysafe Card bzw. Sofortüberweisung, könnt dann hier einen Betrag angeben und könnt das dann einfach hinzufügen. Und dann werdet ihr direkt auf die Zahlungsmethode hier weitergeleitet. Denke mal, es sollte auch ziemlich selbsterklärend sein. So, dann kriegen wir hier nämlich so eine ZIP-Datei, die können wir auch mal öffnen. Und darin befinden sich dann tatsächlich drei Dateien. Und zwar einmal der Source Code an sich. Dann einmal das Lobby-System, natürlich schon als compilte Jar. Und die Nutzungsbedingungen, welche ihr euch auch durchlesen könnt oder am besten solltet. Und was dabei auch wichtig ist zu erwähnen, ihr müsst halt auch nicht den Source Code irgendwie euer Projekt erst anpacken, sondern ihr könnt das Plugin auch einfach sofort verwenden. Ihr könnt nämlich alles über die Configure einstellen. Also müsst ihr dafür auch gar keine Programmierkenntnisse an sich haben. Der Source Code ist einfach nur ein Add-on, falls ihr dann noch irgendwas umprogrammieren wollt, könnt ihr es gerne tun. Aber es wird halt nicht benötigt. Ihr könnt das auch gerne ohne Source Code nutzen. Das zeige ich jetzt aber gleich sofort. Und zwar sehen wir hier schon, dass das Lobby-System enabled wurde. So, da sind wir auch schon gejoint. Und wir sehen jetzt hier einen Fehler in der Konsole. Das Ganze beheben wir jetzt auch direkt, indem wir einfach sagen, guck mal, wir suchen uns hier mal jetzt einen vernünftigen Spot aus, wo wir vielleicht so einen Spawn machen. Ich würde sagen, wir machen unseren Spawn hier hin. So, oh, wir wollen den hier machen. Um den Spawn zu setzen, müssen wir einfach eingeben /set-spawn und damit sollten wir auch schon, ach ja, genau. Wir müssen jetzt noch den Namen im Navigator angeben, weil ich zeige euch mal den Navigator, wie er jetzt aussieht, und zwar komplett leer. Jetzt sagen wir mal Set Spawn, dann Name mit Farbcode, sagen wir einfach hier, so Lobby. Dann wollen wir die Position im Navigator haben. Das Wichtige ist, wir fangen hier bei 0 an zu zählen, das heißt, das ist 0 und das ist 53, sofern ich mir jetzt hier nicht irgendwie vertue. Also geht das hier so, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das Ganze geht dann hier weiter und hier und hier und hier und hier. Also von links nach rechts, wie ein Buch quasi. Und ich möchte jetzt gerne das Lobby-Item hier drauf haben. Das heißt, es wäre meine Position 9, 10, 11, 12, 13 in dem Fall. Das heißt, wir sagen hier Position 13 und das soll ein Magma... Wie heißen die Dinger nochmal? Nein, wie heißen diese Magma-Dinger nochmal? Genau das will ich haben. Magma-Cream. So, und damit tippen wir jetzt einfach auf Enter und wir haben den Spawn jetzt gesetzt. Und dann haben wir jetzt hier auch schon sofort unser Item im Navigator. Und damit können wir jetzt teleportieren. Wir kriegen auch so einen coolen Titel noch gespawnt oder gesetzt, besser gesagt. Und jetzt können wir eigentlich auch schon unsere Minigames setzen. Und zwar können wir zum Beispiel Bedwars setzen. Bedwars wollen wir zum Beispiel ziehen haben. Das heißt, wir haben unsere Position 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Auf Position 20 soll dann Bedwars irgendwie kommen. Sagen wir mal... Das heißt, wir sagen nicht set spawn, sondern slash set warp. Dann machen wir Bedwars mal in rot. Bedwars. Scheiße, jetzt habe ich die Zahl vergessen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, machen wir es auf 20. Und das soll material.bed sein. So, damit haben wir uns auch Bedwars erstellt und wir können es auch zu Bedwars teleportieren. Auch mit ebenfalls so einem Grundtitel. Und zu guter Letzt werden wir hier noch was Neues hinzufügen. Auf Position 21, 22, 24 werden wir zum Beispiel TT hinzufügen. So.
Und das machen wir in und 4. TNT. Holst du 24 mit dem Item Chest. Und damit haben wir auch schon unseren Navigator echt weit eingestellt. Aber wir sehen auf jeden Fall, die Einstellung des Navigators ist halt sau easy. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, alle Spieler anzuzeigen, nur VIPs anzuzeigen und alle Spieler zu verstecken. Das Ganze funktioniert auch soweit. Hier können wir mit dem CloudNet Support die Silent Lobby einschalten. Oder auch in der Config einstellen, welche Lobby der Spieler weitergesendet werden soll. Da wir jetzt allerdings nur einen Server eingerichtet haben und keinen Bungee Cord davor laufen lassen haben, können wir es jetzt leider nicht testen. Aber wir können das in der Config dennoch einstellen, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Dann haben wir noch Köpfe, die wir jetzt auswählen können. Die findet ihr dann hier in dem Inventar. Die könnt ihr natürlich auch in der Config einfach hinzufügen. Das heißt, das sind alles dynamische Köpfe, die könnt ihr alle ersetzen. Zum Beispiel kann ich jetzt den Kopf von Gamma HD aufsetzen. Und habe ich den oder den Kopf von Julian. Whatever. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles in der Config verändern. Und wir haben auch noch ein paar Boots. Keine Ahnung, nehmen wir die Feuerboots. Und dann sehen wir, wir haben jetzt so Feuerpartikel um uns. Oder können die auch wieder zu anderen Partikeln switchen. Wie zum Beispiel Liebesboots. Dann haben wir noch einen Lobby-Switcher, die können wir auch alle in der Config bearbeiten, die Lobbys. Und wir haben noch ein Freundesystem, welches jedoch noch von euch implementiert werden muss. Jo, an sich war es das dann auch schon mit der Lobby, also mit dem Teil, was man hier sieht. Wie gesagt, der Navigator ist halt echt nice zu verwenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der Config wieder. So, in der Config gibt es dann nämlich tatsächlich ein bisschen was Interessanteres zu sehen. Wir sind jetzt hier drin, und zwar können wir hier unseren Prefix verändern. Dann können wir hier die CloudNet-Integration einschalten. Und können die Lobbys dann dementsprechend hier auch benennen. Wir können hier anschauen, ob der Friendhead angezeigt werden soll, die Extras, das Scoreboard überhaupt angezeigt werden soll, mit dem jeweiligen Titel. Dann können wir hier auch Ränge herstellen. Das heißt, wenn wir, wie ihr seht, habe ich hier den Rang Admin. Den Rang habe ich jetzt nur, weil ich halt Owner bin. Und wir können jetzt hier auch noch andere Ränge hinzufügen, zum Beispiel der Developer-Rang, der dann beispielsweise eine andere Permission hat. Und dann wird dem User halt dort Developer angezeigt, statt Admin. Dann könnt ihr hier eure Webseite eintragen, euren Teamspeak. Ihr könnt den Willkommen-Titel hier verändern. Dann die Silent Hub Permission, die man benötigt, um auf die Silent Hub zu kommen. Hier könnt ihr die Köpfe verändern, wie ihr sie haben wollt. Und das hier könnt ihr natürlich auch dementsprechend umändern. Das heißt, der Freundeskopf, falls ihr ihn noch nicht habt. Hier könnt ihr dann tatsächlich eure Lobbys festlegen. Eure Premium-Lobbys natürlich. Und ihr könnt hier dementsprechend auch im Navigator oder in der Hotbar von euch die ganzen Items verschieben, so wie ihr sie halt haben wollt. Natürlich lässt sich das so erstmal nicht verschieben, aber wir können es halt über die Config verschieben. Also wie schon gesagt, ihr könnt hier so gut wie alles erstmal umstellen, das ist eigentlich schon mal ganz geil. Und falls ihr dann noch irgendwas weiteres braucht, was ihr umstellen wollt, müsst ihr das dann einfach im Source Code vornehmen. Oder könnt ihr es im Source Code vornehmen. Und somit muss ich sagen, finde ich dieses Plugin für 10 Euro eigentlich echt einen fairen Preis. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Ja, und somit Leute, viel Spaß mit dem Lobby-System. Falls ihr es euch holen wollt, könnt ihr es, wie schon gesagt, gerne tun. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüssi.